Hallo, herzlich willkommen zu The King of Newcrest. Es geht endlich weiter. Ich freue mich richtig. Und falls ihr euch, also damit ihr den Anschluss wieder findet, in der letzten Folge haben Richie und Lynn ein wunderbares Date gehabt und ein Techtelmechtel. Also die Story hat zwar verspätet, aber sie hat funktioniert oder sie ist aufgegangen. Auf jeden Fall, mein Plan ist aufgegangen. Und in dieser Folge widmen wir uns Arthur und Tessie, denn Arthur ist ganz aufgeregt. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Er hat sich schon schick gemacht und gut, jetzt ist er gerade noch sauer, weil er so gestresst ist, weil die ganze Planung gar nicht so einfach ist und so, ne? Und er versucht sich jetzt vorm Spiegel ein bisschen zu beruhigen, denn heute wird er Tessie heiraten. Er war schon die ganze Woche unterwegs und hat eine Location gesucht, die für die beiden passend ist, die irgendwie auch die beiden widerspiegeln. Und er hat da etwas Schönes gefunden. Ja, und dort werden die beiden sich heute das Ja-Wort geben. Und ich hoffe, nein, er ist immer noch sauer. Ja, das ist halt schade durch den ganzen Stress. Kann ich verstehen, dass man da dann auch sauer ist und das alles nicht so gut verkraften kann. Vielleicht hat irgendeine Organisation nicht funktioniert. Vielleicht kamen die Blumen noch nicht rechtzeitig an oder was auch immer. Aber er trinkt erstmal ein Glas darauf, ein Glas Wasser und versucht sich ein bisschen zu beruhigen. Und dann wird er gleich die Hochzeit planen. Carrie ist auch ganz aufgeregt. Sie weiß einfach nicht, was sie anziehen soll. Es soll ja möglichst gut passen zur Hochzeit. Sie ist auch ganz stolz auf ihren Vater, dass er jetzt noch heiratet. Oh, das sieht ja auch hübsch aus, aber ein bisschen gewagt. Ja, und deswegen durchstöbert sie hier ihren Kleiderschrank, um ein hübsches, passendes Kleid für die Hochzeit zu finden. Etwas Elegantes. Weil das andere Outfit ist dieses hier und das ist, finde ich, nicht hochzeitstauglich. Nachdem Carrie Stunden ihren Kleiderschrank durchsucht hat oder beziehungsweise shoppen war und alle Kleider durchsucht hat, wird sie sich jetzt für dieses entscheiden. Ich habe noch nie dieses ach, wie heißt denn das jetzt? Also diese Art von Kleidern habe ich noch nie benutzt, deswegen wird sie das jetzt anziehen. Ich finde es auf jeden Fall, oder was ich schön finde, ist, dass es halt trägerlos ist. Ja, und dann kümmert sie sich noch um eine schöne Frisur. Geschminkt ist sie ja eigentlich schon ordentlich. Ja, Carrie denkt sich nämlich, dass sie bei diesem Outfit die Haare auf jeden Fall hochstecken wird. Carrie in Blond, auch nicht schlecht. Würde ihr auch stehen. Oh ja, nach stundenlang Überlegen und Durchsicht von Frisur, hier Style-Magazinen oder so und Beratung ihres Friseurs. Hat sie sich für diese Frisur entschieden? Sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut. Steht ihr auch. Und damit ist Carrie dann fertig für die Hochzeit. Ach, Arthur, ja, die Blase drückt und die Nervosität ist sie mir auf jeden Fall ins Gesicht geschrieben. Alle sind jetzt soweit fertig und jetzt laden wir gleich alle Gäste ein und es geht los. Wie die Braut aussieht, das werdet ihr dann erfahren, wenn wir uns in der Location befinden. So, wir sind jetzt in der Hochzeitslocation angekommen, in der etwas verrückten. Ich werde die jetzt nicht vorstellen, die werdet ihr dann einfach beim Spielen sehen und die habe ich aus der Galerie heruntergeladen und hier ist schon die Braut, die hat sich auch hübsch gemacht. Und mal gucken, was Arthur jetzt machen möchte. Er hat sie jetzt schon gesehen, das ist aber nicht so schlimm. Die feiern die Hochzeit auf ihre Weise. Aber obwohl, er muss sich jetzt nicht gleich mit ihr unterhalten, er könnte ja. Was könntest du machen? Du könntest ein bisschen mit Sarah reden. Sarah hat das gleiche Kleid an wie Carrie. Genau, die haben halt auch, die sind quasi die
jetzt würde ich sagen, Augenzeugen. Ja, die Brautjungfern, ne, die haben bei der Hochzeit geholfen und alles arrangiert auch mit. Carrie musste mal, sie hat auch jetzt eine nervöse Blase. Und er muss jetzt mal, kannst du irgendwie deinen Ärger ein bisschen freien Lauf lassen, dass du dich irgendwie beruhigst? Geht das? Er kann dir ein Kompliment machen. Du siehst wunderbar aus. Ganz, ganz toll. Ja, wir haben ein paar unserer Freunde eingeladen. Er muss 2 Stunden mit den Gästen reden. Wir haben auch, wir haben Geld bekommen. Wofür? Ach so, er hat Urlaub heute. Ja, wir haben natürlich auch einen Mixer engagiert. Wir können also auch ein bisschen trinken. Aber ich würde sagen, das machen wir dann nach der Zeremonie. Vielleicht lassen wir hier erstmal die beiden sich vermählen und dann kann es weitergehen. Weil bevor da noch irgendwas schief geht, will ich das lieber so machen. Ich habe noch nicht oft Hochzeiten gefeiert. Also sie denkt wieder nach übers Einziehen. Ich hoffe, die setzen sich jetzt da auch alle hin und so, aber ich werde mir jetzt nicht den Stress machen und hier irgendwie alle herholen. Das wird schon. Da hoffe ich einfach mal. Nee, sie kommen natürlich nicht. Okay. Dann stellen wir uns vor, dass alle mitgucken. Vielleicht kommen sie ja gleich noch. Oh, mit Feuerwerk, schön. Das war sehr süß. Jetzt ist er auch besser drauf, jetzt ist er glücklich. Der Stress fällt jetzt von ihm ab, weil wenigstens das schon mal geklappt hat. Zieht sie jetzt nicht ein hier? So, die anderen haben natürlich zugeguckt. Ach, guck mal, es haben wirklich welche zugeguckt. Sarah, ach, hier hinten sitzt Carrie. Carrie hat auch zugeguckt. Die Location ist so cool. Die können hier im Pool baden. Hier können sie sogar rein. Und. Oh, ich hoffe, die Torte. Und hier können sie sogar im Pool baden. Richtig cool. Also ich dachte, für die beiden kann es ruhig eine etwas ausgefallene, lustige Location sein. Jetzt habe ich sie doch gezeigt, ne? Ich wollte das machen. Ach, hier können die sich auch noch fertig machen. Das ist ja cool. Hier können sie auch Fotos machen. Perfekt. Und. Da ist unser Kuchen. Wieso kann ich den nicht nehmen, bitte? So, mit mir könnt ihr das nicht machen. Ihr werdet jetzt hier die Hochzeitsdingens da hinzufügen. Die Verzierung. Und dann könnt ihr gleich noch den Kuchen. Das ist nur Carrie, Carrie. Ihr könnt dann auf jeden Fall noch Fotos machen. Alles klar, sie macht's von da aus, macht nichts. Und jetzt kannst du bitte die Hochzeitstorte anschneiden mit deiner frisch verlobten, vermählten. Oh, der bekommt der Gitarrenspieler auch noch Geld. Kommst du mit, Tessie? Wir schneiden die Torte an. Bitte, komm mit. Und die erste sitzt schon am Pool. Nach der Zeremonie hat sie sich gedacht, jo, jetzt kann ich mich gehen lassen, jetzt kann ich die Kleider fallen lassen und ich kann jetzt baden gehen. Hallo, ich möchte bitte mit Tessie zusammen die Torte anschneiden. Ach, jetzt geht er zu Tessie. Süß. Das ist ja süß. Das ist ja niedlich, wie sie zusammen die Torte essen. Wirklich das erste Stück teilen. Okay. Leute, ihr könnt euch alle Torte nehmen. Könnt euch gerne Torte nehmen. Und Tessie geht jetzt zu Carrie. Wer bist denn du? Du bist jetzt aber nicht Eulchen, ne? Oh nein, Veronica ist da. Veronica ist bestimmt eifersüchtig jetzt. Tja, noch kannst du ihn nicht haben.
Er geht jetzt auch zu Carrie. Hier wurde sogar an die Kinder gedacht. Es ist ja sogar ein Maltisch für Kinder vorhanden. Oh, die unterhalten sich hier. Das ist ja cool. Ja, Tessie, du darfst jetzt bei uns einziehen. Ich dachte, du machst das automatisch, aber irgendwie muss ich das wohl machen. Aber ist nicht so schlimm. Er freut sich jetzt. Schneide die Hochzeitstorte an. Und frisch verheiratet. Jetzt sollen die noch trinken, aber das passiert schon von ganz allein. Da muss ich gar nichts machen. Und ich würde auf jeden Fall, wenn die jetzt ihre Torte hier gegessen haben, dann will ich auch ein paar Fotos schießen. Das darf nicht fehlen bei einer Hochzeit. Nein, Carrie. Okay, Carrie geht baden. Tschüss. Machen wir auch noch in der mittleren Größe. Und ja, die Sisters machen natürlich auch noch ein cooles Foto. Und noch von Carrie alleine. Und natürlich noch vom Brautpaar. Das darf nicht fehlen. Schade, dass man die Posen nicht ändern kann. Aber ist auch ganz lustig. Die beiden sind ja auch verrückt. Also passt das schon. So, und dann könnt ihr feiern. Wir können trinken. Hol dir mal ruhig dein Lieblingsgetränk. Was macht er denn? Er guckt sich irgendwas an. Nee, du kannst doch auch was trinken, Arthur, ne? Geh mal was trinken oder geh in den Pool oder weiß ich. Mach irgendwas, wozu du Lust hast. Ich glaube, wir können keine Getränke mehr bestellen, kann das sein? Doch. Es geht noch, alles klar. So, was machen die anderen so? Die schwimmen alle. Veronica schwimmt. Sehr lustige Location, muss ich sagen. Ach, wir können hier sogar ein Feuerwerk machen. Das ist ja cool. Das können wir auch noch machen. Da warten wir noch ein bisschen. Das hier sieht aber schon schön aus, ne? Wer bist du denn? Mary Greenberg. Doch, kann sein, dass ich sie eingeladen habe. Ihn habe ich auf jeden Fall eingeladen. Aber die Gäste sind ja ganz schön verteilt. Macht nichts. Das macht nichts. Hier sitzen auf jeden Fall ein paar. Wobei eigentlich der hier Musik machen sollte, ja? Naja, okay. Oh Gott, wie er aussieht, ey. Gut, dass du auf meine Worte gehört hast. Jetzt macht er doch noch Musik. Also ich finde, er wahrscheinlich hat Arthur ihn ausgesucht, so als Musiker hier. Genau wie er die Location ausgesucht hat. Siehst du, Arthur, es hat ja doch noch alles geklappt. Alles ist in bester Ordnung. Alle fühlen sich wohl. Der Musiker bekommt sein Trinkgeld. Carrie bekommt aber irgendwie ihr Getränk nicht, ne? Es sind auch noch andere Leute gekommen, aber gut, das ist nicht so schlimm. Carrie steht aber die Frisur wirklich, ne? Sieht echt super aus. Ja. Veronica, es tut mir leid, dass du jetzt hier sein musstest. Ja, dein Herz ist gebrochen. Das tut mir sehr leid, aber ich habe dich nicht eingeladen. Also, wenn du unbedingt die Hochzeit crashen möchtest, ist das deine Sache. Carrie trinkt ihren Richport. Und er ist am Flirten. Aber nicht mit allen, ne? Bitte nur mit deiner Frau. Ihr dürft euch jetzt auch auf jeden Fall nochmal küssen. Und er hat ihr noch gar kein Kompliment gemacht. Er muss unbedingt noch sagen, wie schön sie aussieht. Vor den Augen von Veronica. Als ob sie noch 20 wären, oder? Oh, sie macht ihm auch ein Kompliment. Das ist ja süß. Ich wollte dich noch küssen. Bleib hier, Madame. Toll, Carrie hat jetzt schon zwei Getränke in der Hand. Ach, Carrie. Übertreib nicht gleich so. Es ist eine Hochzeit. Küssen. Carrie ist krank geworden. Das tut mir sehr leid, Carrie. Oh, das sah so süß aus.
Okay, Veronica möchte, Veronica sage ich jetzt schon. Tessie möchte noch ein bisschen Kuchen essen. Sie ist jetzt gegangen. Also nach oben gegangen. Sie ist jetzt nicht, hat nicht die Location verlassen, keine Sorge. Aber sie ist jetzt nach oben gegangen, um einen Kuchen zu essen. Finde ich sehr gut, der ist ja dafür da. Oh Gott, Carrie. Wie wäre es denn, wenn du ein Getränk weglegen würdest? Dann kannst du das andere nämlich trinken. Gute Idee, oder? Wieso flackern die Sims hier rum? Die Hochzeit ist gleich zu Ende und irgendwas wollte ich doch noch machen. Ach, ich wollte ein Feuerwerk machen, ne? So. Das kannst du mal anzünden. Das kannst du anzünden und mehr Sims kann ich ja leider nicht steuern. Wir machen das Feuerwerk einfach für uns. Ich hoffe, die anderen nehmen es wahr. Wir gucken uns jetzt das Feuerwerk an. Wow. Ja, sind da Herzen? Ist ja cool. Oh. Das ist ja niedlich. Ja. Cool. Komm, können bitte noch mal die Herzen kommen? Ich möchte davon noch mal ein Foto haben. Ich hab's verpasst. Oh, da ist ein Herz. Wie süß. Oh. Wäre natürlich cooler, wenn es jetzt schon dunkel wäre, ne? Gucken sich das denn noch ein paar Leute an oder interessiert es keinen? Oh, frisch verheiratet. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Wollt ihr jetzt zusammenziehen? Auf jeden Fall. Und zwar kommst du in diesen Haushalt. Und sie hat sogar noch ein bisschen Geld mitgebracht. Das freut mich. 13.000. Oh, ein bisschen Geld. Sie hat ganz schön viel Geld mitgebracht, ne? So, was war denn das letzte? Belohnung. Ach so. Was für eine Hochzeit. Aber es waren jetzt nicht die 13.000, ne? Die Belohnung. Die Gäste waren von den Feierlichkeiten so beeindruckt, dass sie im Haushaltsinventar einige Geräte und Dekoobjekte für deinen Sim dagelassen haben. Das ist ja super cool. Du hättest dir ruhig mal das Feuerwerk angucken können, Arthur. Naja, ich würde sagen, damit verlassen wir jetzt hier auch die Location. Boah, guck mal, wie viel hier gekocht wurde. Joghurt. Keiner hat's gegessen. Schade, schade. Muss alles weggeschmissen werden. Oder wir nehmen es mit nach Hause, wenn das gehen würde, ne? Sie möchte irgendwie mit Carrie sprechen. Tja, Tessie, jetzt bist du in unserem Haushalt. Sehr cool. So, die beiden sind jetzt wieder zu Hause und dürfen dann auch noch natürlich das Techtelmechtel nicht vergessen. Das dürfen die hier machen. Und Carrie. Ja, Carrie kocht. Carrie. Natürlich grillt sie. Was auch sonst. Und sie sollte auf jeden Fall mal Medizin nehmen. Aber darum kümmere ich mich dann. Ja, dann lassen die alle noch den Abend ausklingen. Und mal wieder werde ich eine Folge mit einem Techtelmechtel beenden. Wie schon so oft. Ich hoffe, die Hochzeit hat euch gefallen. Und ja, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao.